Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei CapTrader und unserem heutigen Webinar mit Dr. Daniel Sinnig. Und es geht um Daytrading-Strategien mit dem Ninja Trader. Mein Name ist Mauro Heller und als allererstes können Sie mich gut verstehen. Daniel, hörst du mich? Ja, hallo, ich höre dich. Perfekt, perfekt, wunderbar. Dann ja, lassen Sie uns direkt mal loslegen. Ich übergebe direkt an dich und bin gespannt auf die nächste Stunde mit dir. Ja, also auch von mir aus, hallo alle zusammen und willkommen zum heutigen Webinar, ja, Daytrading-Strategien mit dem Ninja-Trader. Und wir haben uns heute eine ganz spannende Strategie vorgenommen, die heißt die Stacked ME, also die Stacked Moving Average Strategy. Und ja, die stelle ich Ihnen heute vor. Wie Sie sehen können, das ist eine Strategie, die sehr viel Potenzial hat zum, ja, zum manuellen Handeln. Die kann man praktisch als Signalstrategie nehmen, dass man ein Signal empfängt und dann sich die Chart manuell anschaut und dann ja, den Einstieg und ja, den Einstieg manuell festlegt, aber auch eine Strategie, die man automatisch, vollautomatisch handeln kann. Aber bevor wir loslegen, teile ich erst noch meinen Bildschirm. Warten Sie ganz kurz. Ich hoffe, das kriege ich hin. Okay, so. Jetzt sollten Sie auch meine Folien sehen. Ja, also die Stacked Optimal. ME-Strategie. Genau. Perfekt. Noch ein paar Worte von mir. Mein Name ist Daniel Sinnig. Ich ja, arbeite seit vielen Jahren schon an Automatisierungen von Handelsstrategien. Oftmals für Ninja Trader, aber auch für andere Plattformen wie zum Beispiel Thinkorswim, Interactive Brokers direkt zum Beispiel oder auch TradingView und so weiter. Ja, heute nehmen wir uns aber ja, den Ninja Trader vor. Gut, bevor wir loslegen, ein paar Worte ja, zur obligatorischen Risikooffenlegung, um die Anwälte auch ja, ruhig zu stellen. Wie Sie wissen, ist der Handel mit Futures, Forex, CFDs, Aktien mit Risiko verbunden. Er ist nicht für jedermann geeignet. Man sollte nur Risikokapital, das man auch willens ist zu verlieren, im Ernstfall einsetzen. Wenn es um das Backtesting geht, ja, werden hypothetische Performance-Ergebnisse angezeigt, die nicht unbedingt dem entsprechen, was wirklich im Markt passiert wäre. Ja. Das muss man dazu immer wissen. Gut, so legen wir los. Ja, ein paar Folien zum Einstieg. Was denken Sie? Ja, wie viele Trader ja, verdienen eigentlich Geld oder andersrum, wie viele Trader verlieren Geld mit dem alltäglichen Handeln? Ja, und da gibt es eine bekannte Regel, die heißt die 90-90-90-Regel und die besagt, dass leider 90% aller Trader 90% ihres Kapitals in den ersten 90 Tagen verlieren. Ja, ja, hört sich frustrierend an, aber dafür gibt es Gründe. Ja, was denken Sie? Was könnte so ein Grund sein? Hier vielleicht nochmal ein paar andere Statistiken. Ja, viele haben oder vielleicht alle haben den Traum vom bequemen Geld, der erstmal auf der Couch sitzt und ja, das vielleicht ein Algorithmus hat, der für mich handelt und dann praktisch im Vorbeigehen Geld für mich verdient. Ja, das ist der ursprüngliche Traum von vielen Tradern. Ja, ist aber ja, nicht so ideal, wie man sich das vorstellt. In der Realität sieht es so aus, dass 60% nur für einen Monat handeln, also 60% der Trader, 20% sind nach 2 Jahren noch dabei. 7% der ursprünglich 100% Trader sind nach 5 Jahren noch dabei. Und letztendlich ist es so, dass wirklich nur 1% der Trader wirklich profitabel ist. Ja, es hat verschiedene Gründe. Wie schon erwähnt, ja, gibt es den Traum vom bequemen Geld, dass man praktisch im Vorübergehend Geld verdient. Aber das ist natürlich nicht so. Trading ist wie jeder andere Job auch, ist mit Aufwand verbunden. Man muss seine ja, Hausaufgaben machen, man muss sich mit dem Markt beschäftigen, man muss diszipliniert sein. Sonst ist ja Trading eher Glücksspiel, ja, indem man die Emotionen hochkochen lässt. Das kennt man ja, dass man emotional handelt, dass man ja, Gewinner viel zu früh zumacht, wenn der Preis etwas gegen einen geht oder auch Verlierer viel zu lange laufen lässt, weil man ja nicht verlieren will. Weil verlieren gehört genau wie in jedem anderen Job auch zum Trading dazu.
Ja, Glücksspiel sollte hat nichts mit Trading zu tun. Ja, Glücksspiel ist für die Casinos, ja, für Blackjack und ähnliche Sachen, aber für Trading, professionelles Trading sollte Glücksspiel nicht dabei sein. Ja, man muss systematisch handeln und nicht auf den schnellen Profit hoffen, sondern stetig Profite einfahren, systematisch einfahren. Ja, gut, oftmals ja, verlieren Trader viel Geld, dann könnte es dann, ja, das könnte zum Beispiel eine Equity-Kurve hier sein, dass man natürlich Geld verliert oder vielleicht ein bisschen besser, dass man eine Liquiditätskurve hat, die so aussieht, ja, wo es mal hochgeht, dann verliert man wieder was, dann geht es wieder ein bisschen hoch und wieder zurück und so weiter. Das hat eigentlich auch nichts mit systematischem Handel zu tun, ja, ist eher Glücksspiel, hoch und runter, somit kann man auf lange Sicht, ja, kein Geld verdienen mit dem Trading. Ja, im Idealfall sollte die Liquiditätskurve systematisch ansteigen, ja, also nicht zu schnell, nicht zu langsam, sondern schön systematisch mit relativ wenig Drawdown zwischendurch. Ja, ist hier eine Liquiditätskurve, die nachhaltig ist, ja, mit der man etwas anfangen kann, mit der man auf lange Sicht durch das Trading Geld verdienen kann. Ja. Gut, ja, solche Trading-Systeme zu finden ist leider Gottes nicht einfach. Ja, sonst würde es ja jeder machen. Man muss viel Geduld aufbringen, man muss probieren, man muss optimieren, man muss Ideen haben, ja, die wirklich systematisch durchtesten. Und hoffentlich, ja, am Ende findet man da eine Equitätskurve, die ja, vielleicht so oder so ähnlich aussieht. Ja, diese Kurve hier haben wir mit dem Ninja Trader getestet oder erstellt. Ja. Und zwar haben wir die Volatility Breakout Pro Strategie durchgetestet. Ja, das ist eine Strategie, die wir auf der World of Trading in Frankfurt vor ein paar Monaten vorgestellt haben. Und ja, die stelle ich Ihnen auch ganz kurz jetzt einmal vor. Ja, das ist eine Strategie, die ja, die Daytrading macht. Ja, der Einstieg und der Ausstieg findet am selben Tag statt. Ja, sie handelt Long und Short, also kauft und verkauft. Und die Idee ist, dass ja, sich oftmals der Markt innerhalb der ersten Handelsstunde, so ganz am Anfang hier, ja, also hier ist der Handelsbeginn und zum Anfang, ja, entschließt sich der Markt in eine Richtung zu gehen. Entweder ja, geht es dann den Tag lang aufwärts oder runter. Und das kann man oftmals innerhalb der ersten Stunde festmachen. Ja, und die Strategie praktisch ja, guckt sich genau an, was passiert in dieser ersten halben Stunde. Geht der Preis unter ein bestimmtes Level, ja, wird verkauft mit einem geringen Profitziel oder umgekehrt, ja, geht der Preis über ein bestimmtes Level, wie zum Beispiel hier, wird gekauft mit einem relativ geringen Profitziel. Aber oftmals ist es auch so, dass der Preis ja keines dieser Level erreicht, dann wird überhaupt nicht getradet. Gut, ja, bei Interesse, und darauf komme ich später nochmal zu sprechen, gibt es diese Strategie auf unserer Webseite und wir haben auch eine Promotion laufen zurzeit, ja, wo Sie diese Strategie etwas günstiger erhalten können. Gut, so viel dazu. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte ja, zu mir. Was machen wir? Wir sind darauf spezialisiert, Handelssysteme zu erstellen oder auch Handelslösungen zu erstellen. Ja, wir haben richtig viele Projekte laufen und über die letzten Jahre haben wir über 200 Indikatoren ja, programmiert für verschiedene Kunden. Das könnten Endkunden sein, aber auch für Hedgefonds und so weiter. Wir haben automatisierte ja, Handelssysteme implementiert, 78 Scanner, größere Trading-Tools, Dashboards und so weiter. Wir sind auf Konferenzen und Webinaren zu finden und unsere Kunden kommen wirklich von überall aus der Welt, ja, oftmals aus der USA, aber natürlich auch aus Deutschland und der EU, Australien und so weiter. Und bei Interesse natürlich, ja, kontaktieren Sie mich, falls Sie einen Indikator im Sinn haben oder eine Handelsstrategie, ja, kommen Sie einfach auf mich zu, meine Kontaktdaten gibt es im Anschluss und dann ja, können wir das gerne zusammen besprechen. Gut, so, jetzt geht's aber richtig los. Die Stacked ME-Strategie. Super spannend. Ja, ich habe heute noch ein bisschen drum rumgedoktert und je mehr ich da damit etwas mache, mit dieser Idee was mache, desto ja, desto interessanter wird sie für mich. Also das verspreche ich Ihnen, das wird Ihnen auch gefallen. Gut, worum geht's hier? Ja, was sind Stacked MEs? Ja, MEs kennt man, das sind diese gleitenden Durchschnitte, diese Moving Averages. Und Stacked MEs, ja, das setzt darauf, dass die MEs auf verschiedene MEs geordnet sind. Ja, was heißt das geordnet? Okay, gucken wir uns das einmal an.
Also hier ist ein, ja, eine Beispiel-Chart. Ich mache sie mal etwas größer. Ja. Wie Sie sehen können, gibt es hier diese Linien, ja, dunkelrot, etwas hellrot bis hin zu gelb. Ja. Und das sind unsere Durchschnitte, unsere gleitenden Durchschnitte, unsere MEs. Ja. Man sagt, diese MEs sind geordnet oder stacked, wenn der schnellste ME, also jetzt diese gelbe Linie hier, ist über dem zweitschnellsten ME. Und der zweitschnellste ME über dem drittschnellsten. Und der über dem viertschnellsten und so weiter. Ja. In diesem Fall haben wir 8 MEs genommen. Ja. Man muss nicht 8 nehmen, aber damit haben wir angefangen. Und die Perioden dieser MEs sind auf Fibonacci-Zahlen basierend. Das zeige ich Ihnen auch ganz gleich nochmal am Indikator. So, also das sind diese geordneten MEs. Wenn diese MEs geordnet sind, ja, es ist oftmals so, dass man sich in einem starken Trend befindet. Ja? Also der schnellste MA ist über dem zweitschnellsten und so weiter. Und das heißt, wir sind in einem Uptrend. Ja? Kann man hier sehr schön sehen. Ja? Solange diese MAs geordnet sind, geht es wirklich schön aufwärts. Und das Gleiche natürlich für die andere Richtung. Ja? Sollten die MAs in die andere Richtung geordnet sein, dass der jetzt der langsamste MA am höchsten ist, darunter der zweitlangsamste und so weiter, ja, dann sagt man, dass man sich hier in einem starken Downtrend befindet. Ja? Und genau darauf setzt diese Strategie auf, ja, dass man diesen Trend erkennen kann. So, das ist die erste Grundidee dieser Strategie. Ja? Und die Strategie handelt natürlich dann entsprechend, wenn wir uns in einem Downtrend befinden, ja, gehen wir short oder umgekehrt in einem Uptrend, ja, wird gekauft. Ja? Wir gehen long. Gut, natürlich aber nicht sofort, auf das genaue Einstiegskriterium kommen wir gleich noch einmal zu sprechen. Okay, so, das sind unsere geordneten MEs. So, ja, das ist unsere erste Zutat für diese Strategie. Das reicht aber noch nicht. Ja, wir brauchen noch ein zweites Kriterium, um diese Strategie handeln zu können. So, eine Sekunde, wo hatten wir das jetzt? Ja, so, das zweite Kriterium ist, dass der Preis ein Retracement macht. Ja? Wir wollen nicht sofort kaufen, wenn diese MEs geordnet sind, sondern wir warten darauf, dass der Preis, sagen wir in einem Long-Trend, ja, etwas zurückgeht, ja, um einen besseren Einstiegspunkt zu haben. Ja? Darauf warten wir. Und in diesem Fall warten wir, dass der Preis auf einen der schnelleren MEs zurückgeht. Ja? Das zeige ich Ihnen auch ganz gleich hier einmal. Ja, hier sieht man wieder, unsere MEs sind übereinander. Und diese hellgrüne Bar hier, ja, die zeigt an, dass der Preis, ja, runtergegangen ist und also bis unter einer der schnelleren MEs. Ja. Der Preis ist nicht über den MEs, das wird uns noch nicht reichen. Wir warten darauf, dass der Preis etwas heruntergeht, ja, um einen besseren Einstiegspunkt zu erhalten. Ja, hier hätten wir so ein Beispiel und hier oben haben wir auch nochmal eine hellgrüne Bar, eine hellgrüne Kerze, wo der Preis wiederum unter ein oder zwei der schnelleren MEs gegangen ist. Und das Gleiche für die Short-Seite, ja. Hier sieht man diese Magenta-Kerzen, ja. Die MEs sind geordnet, diesmal als Downtrend und der Preis geht über die schnelleren MEs. Ja. Wir haben ein Retracement und genau darauf setzt diese Strategie auf. Ja. Man wartet praktisch darauf, dass so ein Retracement stattfindet. Ja. Das haben wir hier oder auch hier. Und in diesem Fall, ja, würde man darauf warten, dass dann dieses Retracement irgendwann mal zu Ende ist, dass der Markt wieder dem Trend folgt, den wir vorher schon hatten und wir würden dann hier short einsteigen oder hier short einsteigen, um einen Gewinn mitzunehmen. Gut, auf die Details kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte Ihnen aber jetzt einmal ganz kurz diesen Indikator, ja, der diese Stacked MEs und dieses Retracement anzeigt, einmal im NinjaTrader live vorstellen. So, dazu gehe ich zu meinem NinjaTrader und öffne eine Chart. Ja, hier haben wir die, ja, die Nasdaq Futures und ich habe hier mal eine 15-Minuten-Chart genommen. Gut, so, diesen Indikator haben wir für Sie schon einmal durchprogrammiert, ja, und im Anschluss, bei Interesse, ja, stelle ich Ihnen diesen Indikator kostenlos zur Verfügung. Wie Sie sich vielleicht denken können, heißt dieser Indikator der Stacked MA Retracement Indikator. So, jetzt suche ich mir den ganz kurz einmal raus. Hier haben wir den Stacked MA Retracement. Ja, der Indikator hat eine ganze Reihe von Parametern. Ja, zum Beispiel, ob man sich die MEs anzeigen möchte oder diese Kerzenbemalung entweder hellgrün oder pink oder magenta.
Ja, wie weit das Retracement zurückgehen muss. Ja. Was heißt das? Also das Retracement-Level sagt aus, und ich gehe einmal ganz kurz zu meinen Slides hinzu, über wie viele der schnelleren MEs muss mein Preis zurückgehen. Ja. In diesem Fall hätten wir 1, 2, 3 MEs, über der der Preis zurückgegangen ist, wie man hier sehen kann. Und die Kerzen sind dementsprechend bemalt. Ja. Aber das kann man hier im Indikator selbst einstellen. Wir nehmen hier mal einen Wert von 2. Man kann außerdem festlegen, ja, was für MEs sollen wir eigentlich nehmen. Ja. Im Beispiel jetzt hatten wir SMEs gehabt, aber wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, hier auch andere MEs zu nehmen. Ja. Wir lassen aber hier einmal SME stehen. Und natürlich kann man auch die Perioden der MEs festlegen, wie Sie hier sehr schön sehen können. Gut, ja, wenden wir einmal diesen Indikator auf die Chart an. Und wie Sie sehen hier, ja, sieht man jetzt diese MEs abgebildet, zusammen mit unseren Retracement-Punkten, wie zum Beispiel hier. Ja, alle MEs sind geordnet. Preis geht über den zweiten ME zurück. Ja, die Kerze wird bemalt. Zusätzlich gibt es auch noch ein Signal hier. Und das wäre dann praktisch ein Vorzeichen, ja, dass man jetzt hier vielleicht nachdenken könnte, Short zu gehen. Ja. Hier zum Beispiel auch nochmal so ein Retracement. In diesem Fall natürlich wäre der Short-Einstieg vielleicht nicht die beste Lösung gewesen. Und das Gleiche haben wir dann auch für die Long-Einstiege. Ja, die MEs sind geordnet. Preis geht etwas zurück und man hofft, dass der Preis dann wiederum ansteigen wird. Ja. So, und dieser Indikator, ja, den stelle ich Ihnen im Anschluss gerne zur Verfügung. Ja, schreiben Sie mich einfach an. Okay, was noch interessant ist über diesen Indikator, ist, dass man ihn im Market Analyzer verwenden kann. Ja, das zeige ich Ihnen auch einmal ganz kurz. Das habe ich schon einmal vorbereitet. Der Market Analyzer im NinjaTrader ist ein Scanning-Tool, ja, in dem man verschiedene Symbole nach Kriterien durchscannen kann. Und hier die letzten vier Spalten nehmen praktisch diesen Indikator als Scan-Kriterium. Angewendet einmal auf die, den 15-Minuten-Chart und hier am Ende auf die 5-Minuten-Chart. Das sieht man hier vielleicht nicht, aber das sind am Ende sind es die 5-Minuten-Charts. Ja, sieht man hier nicht, aber das sind 5-Minuten-Charts hier. Und wenn immer der Wert nicht 0 ist, das heißt, man hat jetzt gerade eine Kerze, wo dieses Retracement stattgefunden hat. Hoffentlich, gibt es hier so eine? Ja, wir hatten Glück. Hier gibt es ein Symbol, wo wir jetzt gerade ein Bullish Retracement haben. Das mache ich jetzt einmal ganz kurz auf. Und falls Sie sich mit NinjaTrader auskennen, gibt es eine elegante Art und Weise, dieses Symbol in der Chart aufzumachen über das sogenannte Symbol Linking. Ja, in diesem Fall wählt man hier oben in dieser Ecke eine Farbe aus, sagen wir mal rot, red. Ja, und in der Chart, im zweiten Kästchen, wählt man die gleiche Farbe aus. Was heißt das? Ja, wenn wir jetzt praktisch in unserem Market Analyzer sind und auf ein Symbol klicken, ja, lädt dieses Symbol automatisch in der Chart, die Sie hier gesehen haben. Ja, nicht mein anderes, ja, wird dieses Symbol automatisch in der Chart geladen und so weiter. Ja. Und wenn Sie einmal dieses Symbol aus, das ist in diesem Fall Tesla. Ja. Tesla, na klar, kennt jeder, ja, die Aktienkurse sind zurzeit sehr am Steigen. Und wir haben praktisch diesen starken Abtrend. Ja. Der Preis geht aber wieder etwas runter. Wir haben dieses Retracement unter den zweiten ME. Ja. Und jetzt könnte man hier nachdenken, ja, sollten wir vielleicht long gehen? Ja. Oder ja, ist vielleicht eine gute Möglichkeit. Der Preis ist etwas günstiger geworden. Ja, vielleicht eine gute Möglichkeit, long zu gehen, um jetzt wieder darauf zu hoffen, dass der Preis jetzt in den nächsten Momenten wieder ansteigen wird. Ja, und genau darauf setzt diese Strategie auf. Gucken wir uns vielleicht auch noch ein anderes Symbol an, ja, das vielleicht jetzt gerade short ist. Ich gucke mal durch. Ja, vielleicht ist gar keins da. Nee, wir haben kein Glück. Es gibt kein Short-Symbol. Der Markt ist seit sehr bullish. Wir haben nur praktisch diese bullish Retracement. Die Shorts haben wir nicht. Und natürlich habe ich hier auch nicht alle Symbole drin geladen. Ich habe mich auf die, ja, auf 100 Nasdaq-Symbole beschränkt. Gut, ja, aber dieses Scanning-Tool ist sehr nützlich, ja. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, dass man diese Strategie durchaus manuell handeln kann als Scalping-Strategie. Und der Ansatz hier wäre wie folgt. Ja? Man hat dieses Retracement. Jetzt würde man darauf hoffen, dass der Preis demnächst wieder ansteigt. Und als Idee könnte man nehmen, ja, sobald der Preis das High, vielleicht mit einem kleinen Buffer, der Kerze überschreitet, wo das Retracement stattfand, ja, geht man long. Man würde praktisch nicht sofort long gehen,
Ja, das wäre zu früh. Man würde auf eine Bestätigung hoffen. Ja, erst wenn der Preis über dieses Level hier gehen würde, würde man long gehen. Das kann man natürlich sehr gut über Stop-Buy-Orders zum Beispiel erledigen. Ja, und genau darauf wird unsere automatische Strategie auch aufsetzen. Ja, und das gleiche für den Short-Fall. Hätte man jetzt ein Short-Symbol, ich gucke hier mal Tesla kurz durch, ob wir vielleicht was haben. Ja, zum Beispiel hier hätten wir einen Short-Einstieg. Ja. Man würde nicht sofort Short gehen, man würde aber eine Buy-Sell-Order hier setzen. Ja, und hoffen, dass der Preis dann fällt, diese Order getriggert wird und dann der Downtrend weitergeht. Ja, genauso könnte man diese Strategie manuell handeln. Gut, so, ich hoffe, Sie haben die Grundidee verstanden. Ja, falls es Fragen gibt, bitte gerne jetzt, sonst mache ich nämlich sofort weiter mit der Implementierung dieser Strategie als automatische Strategie. Ich gucke mal einmal ganz kurz in die Fragen hinein. Ja, es scheint keine Fragen zu geben. Ich gucke nochmal in den Chat. Alles gut, perfekt, das passt. Okay, gut, dann werden wir jetzt diese Strategie mithilfe des Ninja Traders implementieren, als automatische Strategie. Okay, so, Strategieansatz, wie schon vorher besprochen, ja, alle MAs sind geordnet für den Long-Einstieg, ja, übereinander geordnet und der Preis schließt unter einem der schnelleren MAs, das heißt, man hat dieses Retracement. Ja. In dem Fall werden wir eine Stop-Buy-Order absenden über dem Hoch der letzten Kerze, ja, wo dieses Retracement stattfand. Und das gleiche in grün für den Short-Einstieg. Ja, die MAs sind untereinander geordnet. Der Preis geht etwas hoch über einen oder ein paar der schnelleren MAs. In dem Fall werden wir dann eine Stop-Sell-Order abschließen unter dem Tief der letzten Kerze. Ja. Und der Ausstieg ganz traditionell über ein Take-Profit und ein Stop-Loss, die in Ticks spezifiziert sind und auch als User-Parameter festgelegt werden können. Hier nochmal ein Screenshot dazu, ja, für den Long-Einstieg. Wir warten auf das Retracement, hat diese hellgrüne Kerze. Ja, und die Stop-Buy-Order ist ein paar Ticks, das wird auch ein Nutzer-Parameter sein, über diesem Hoch dieser Kerze. Ja. Und dann, hier hatten wir zum Beispiel Glück, dass jetzt die nächste Kerze, hätten wir diesen Fill gehabt, ja, und wir hätten Profit mitgenommen. Hier noch ein anderes Beispiel, ja, wiederum hatten wir das Retracement, Stop-Buy-Order, ein paar Ticks über dem Hoch dieser Kerze. Ja, und in diesem Fall hätten wir keinen Fill gehabt, weil in dieser Strategie, ja, setzen wir darauf, dass der Fill innerhalb der nächsten Kerze kommen muss. Wenn es keinen Fill gibt, zum Beispiel hier, wird die Order überhaupt nicht ausgeführt, dann ignorieren wir die Order, dann wird die wieder gelöscht. Ja. Also hier hätten wir hier einen Fill gehabt, in diesem Fall, hier aber nicht, weil die nächste Kerze dieses Level des Stop-Buys nicht erreicht hätte. Gut, so, jetzt nochmal das Gleiche für den Short-Einstieg. Ja. Bei jedem Retracement setzen wir eine Stop-Sell-Order unter dem Tief der Kerze. Ja, und diese Stop-Sell-Order muss innerhalb der nächsten Kerze gefillt werden. Wenn das nicht der Fall ist, wird sie wieder gelöscht. Also hier hätten wir keinen Fill gehabt. Hier auch nicht. Ja, die nächste Kerze ist nicht darunter. Jetzt gucken wir hier einmal. Hier auch keinen Fill. Aber hier hätten wir einen Fill gehabt. Ja, die nächste Kerze geht unter dieses Stop-Sell-Level. Wir hätten einen Fill und hier hätten wir auch einen Profit mitgenommen. Gut. Diese Strategie werden wir jetzt implementieren mit Hilfe des Ninja-Strategie-Bildes. Dazu gehen wir in das Kontrollzentrum des Ninja Traders. Das mache ich einmal ganz kurz auf. Und wir rufen zunächst den Strategy Builder auf. Ja, das dauert immer ein paar Sekunden, bis sich dieser öffnet. Gleich wird sich ein Dialog öffnen. Ja, hier ist der Dialog. Den ziehe ich einmal ganz kurz rüber. Und als zunächst legen wir erstmal fest, dass wir eine neue Strategie, eine New Strategy anlegen möchten. Wir klicken auf Weiter und geben unserer Strategie einen Namen. Ich finde sie CapTrader Stacked MA Strategy nennen. Ja. Vielleicht ein etwas langer Name, aber das soll uns egal sein. Gut, wir klicken auf Weiter. Unter den Properties hier legen wir fest, dass diese Strategie kein Exit zum Handelsschluss haben soll. Ja, also Positionen können theoretisch auch über den Handelsschluss offen bleiben, wenn das Gewinnziel oder das Stop-Loss nicht erreicht ist. Ja.
Als Geschmacksfrage kann man nachher mal durchtesten, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber als Default, als Standardeinstellung werden wir diese Option erstmal rauslassen und klicken auf Weiter. Ja, zusätzliche Daten brauchen wir nicht und legen jetzt unsere Nutzerparameter für diese Strategie fest. Gut, der erste Parameter wird unsere Tradegröße sein. Ja, Position Size. Ja, standardmäßig auf 1 festgelegt. Wenn wir die Futures zum Beispiel handeln, ist ein Contract vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ein Nutzerparameter dafür. Der zweite Parameter wird unser Retracement Level sein. Ja, wie weit soll der Preis unter die schnelleren MAs zurückgehen, damit wir einen Einstieg haben? Retracement Level. Ja, standardmäßig legen wir den mal als 3 auf 3 fest. Ja. So, nächster Parameter. Welche nehmen noch? Ah ja, unser, wir hatten ja gesagt, dass die Strategie eine Stop-Buy-Order oder eine Stop-Sell-Order über dem Hoch der Signalkerze oder unter dem Tief der Signalkerze ja, sendet. Ja, hier könnte man noch festlegen, wie weit über dem Hoch oder wie weit unter dem Tief diese Order sein soll. Ja, diese sogenannten Buffer-Ticks. Wir nehmen hier mal, ich werde mal Long-Entry Buffer, ja, in Ticks, ja, vielleicht Ticks, und vielleicht nehmen wir hier einmal einen Wert von 20 für den Long-Einstieg und das gleiche für den Short-Einstieg, ja, Short-Entry-Buffer, und da es sich hier um einen Einstieg unter dem Tief handelt, müssen wir hier einen negativen Wert festlegen, nehmen wir hier den Wert von minus 20 Ticks, okay, gut, und jetzt ganz zum Schluss noch einmal das Gewinnziel. Unser Take Profit in Ticks. Ja, nehmen wir hier einen Wert von 40 Ticks. Und ein Stop Loss. Ein Stop Loss, das viel geringer ist, von 10 Ticks. Ja, wir haben hier praktisch ein Gewinn-Verlust-Ratio von 4 zu 1. Okay, so, das sollen unsere Parameter sein. Wir können jetzt auf Weiter klicken. Okay, so, hier in diesem Dialogfenster legen wir jetzt fest, ja, unter welchen Bedingungen soll unser Einstieg stattfinden? Ja, zunächst beschäftigen wir uns mit dem Long-Einstieg. So, wir gehen hier auf Hinzufügen. Ja, und wir wollen einsteigen, oder diese Order abschließen, wenn wir ein Entry-Signal im Indikator haben. Ja, dazu wählen wir zunächst unseren Indikator aus, unser Stacked ME-Indikator, ja, Stacked ME-Retracement. Okay, so, hier kann man auch sagen, okay, ich möchte diesen Indikator auch auf der Chart angezeigt haben. Wir gehen weiter runter und wählen uns jetzt erstmal das Retracement Level aus, ja, wenn dieser praktische Indikator, wenn der Indikator ein Signal senden soll. Das soll ja vom, das ist ja vom Nutzer festgelegt, das haben wir als Nutzerparameter festgelegt. Unter Nutzereingaben wählen wir hier Retracement Level aus. Und wir gehen noch ein bisschen weiter runter und wählen hier aus, ja, wir wollen ein, ja, eine Stop-Buy-Order ausführen, wenn wir ein Bullish-Retracement-Signal im Indikator haben. Okay, so, das heißt, dieses Bullish-Retracement-Signal muss größer sein, ja, größer sein als der Wert 0. Ja, das könnten Sie im Datenfenster auf der Chart nachvollziehen. Ich will das einmal so einmal das, eintragen, ja, den Wert von 0 als numerischer Wert, größer als 0, und klicken auf OK. Ja, wenn das der Fall ist, ja, haben wir praktisch unser Einstiegssignal und wir wollen dann diese Stop-Buy-Order ausführen. Ja, wir gehen jetzt hier unten auf Add, wählen Stop-Buy-Order aus unter Order-Management. Ja, Enter Long-Position by Stop-Order. Okay, die Tradegröße, die Quantity, das ist ja auch vom Nutzer festgelegt. Wir gehen hier runter und nehmen unser Position-Size-Parameter, klicken OK. Und der Stopppreis, also der Entry-Preis, hat mir gesagt, soll über dem Hoch der Signalkerze sein, plus unsere Entry-Buffer-Pips. Ja, wir nehmen hier den Preis, wählen das High aus und hier als Offset wählen wir in Ticks unseren Parameter, Long-Entry-Buffer-Ticks aus. Ja. In dem Fall wird der Einstieg 20 Ticks, das ist ja unser Standardwert für diesen Parameter, über dem Hoch dieser Kerze sein. Und klicken auf OK. Gut, so, das wäre das dann für unseren Long-Einstieg und das gleiche jetzt auch noch einmal für den Short-Einstieg. Ja,
Wir wählen hier eine zweite Bedingungsgruppe aus, gehen wieder auf Hinzufügen, wählen unseren Indikator aus. Ich will das einmal ganz schnell machen. Stacked ME, Retracement. Wählen hier wiederum unser Bearish Retracement Signal aus. Ja, das größer sein muss als 0. Ja, numerischer Wert. Größer als 0, klicken auf OK. Und als Aktion darauf wollen wir eine Stop Sell Order ausführen. Enter Short Position bei Stop Order. Tradegröße wie vom Nutzer festgelegt. Position Size. Und der Entry soll unter dem Tief der Kerze sein. Gehen hier auf Preis. Das Low minus Ticks and Ticks minus dem Wert, der vom Nutzer angegeben ist. Das ist hier minus unser Short Entry Buffer. Und klicken auf OK. Gut. So, das sind unsere zwei Einstiegsbedingungen mit den entsprechenden Aktionen. Als letztes legen wir jetzt noch die Ausstiegsbedingungen fest. Ja, klicken auf Weiter. Hier in Stops und Targets klicken wir auch auf Hinzufügen und wählen erstmal unser Profitziel aus, unser Profit Target. Ja, das ist auch in Ticks festgelegt. Ja, und als Wert nehmen wir den vom Nutzer eingegebenen Parameter, die Take Profit Ticks, klicken auf OK. Und das gleiche jetzt auch nochmal für das Stop Loss hinzufügen, Set Stop Loss. Ja, wiederum in Ticks und vom Nutzer festgelegt als User Input Stop Loss Ticks. Und wir klicken hier auf OK. Gut, so. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir diese Strategie ja richtig schnell zusammengeschustert und wir können jetzt hier auf Kompilieren, auf Compile klicken. Das dauert immer ein paar Sekunden. Das wird bei Ihnen ähnlich sein. Aber sobald es dann fertig ist, können wir dann diese Strategie auf unsere Chart anwenden und wir können gucken, ob ja diese Strategie profitabel ist oder nicht. So, wie gesagt, das dauert ein paar Sekunden. Jetzt ist mein Computer ein bisschen eingefroren. Macht aber nichts, es müsste gleich fertig sein. Genau, Strategie wurde erfolgreich generiert. Und ja, probieren wir sie jetzt einfach einmal aus. Dazu einmal ins Kontrollzentrum. Wir öffnen eine neue Chart. Ja, und ich werde hier ja als Beispiel unsere Nasdaq Futures nehmen, unser NQ. Ja, auf dem 15-Minuten-Chart angewendet. Und ich werde ja vielleicht einmal für 400 Tage laden in diese Chart. Öffne diese Chart. Okay, jetzt haben wir eine frische Chart mit unseren 15 Minuten Kerzen. Genau. So, ja, um diese Strategie jetzt anzuwenden, rechtsklicken auf die Chart. Sie gehen zu Strategies. Ja, das öffnet jetzt wiederum ein weiteres Fenster. Ja, wir wählen jetzt hier unsere Cap Trader Stacked MA Strategy aus. Ja. Doppelklick darauf, jetzt wird die Strategie hier hinzugefügt und Sie können diese Strategie jetzt noch einmal konfigurieren bei Bedarf. Ja, zum Beispiel die Tradegröße, Retracement Level und so weiter, all die Parameter, die wir im Vorfeld schon festgelegt haben und für welche wir jetzt auch schon Standardwerte festgelegt haben. Ja, gut, klicken wir auf Enabled, sonst passiert nämlich gar nichts und OK. Jetzt wird diese Strategie auf die Chart angewendet. Ja. Und wir können jetzt einmal gleich mal gucken. Oh, ach, jetzt wie Sie sehen, habe ich einen Fehler gemacht. Ah, ich weiß auch schon, was passiert ist. Ja, unser Wert für den Short Entry Buffer ist nicht valide. Ah, was könnte hier passiert sein? Gut, noch mal kurz zurück zu unserem Strategy Builder. Ach, jetzt muss ich, ja. Ach, Sie werden gleich sehen, das wird Ihnen auch passieren. Ja. Ah, was ist passiert? Short Entry Buffer Ticks als Standardwert haben wir hier minus 20 ausgewählt, aber unser Minimalwert für diesen Parameter ist 1. Geht natürlich nicht. Minus 20 ist größer als kleiner als 1. Gut, müssen wir das jetzt abändern? Wenn es Ihnen auch passiert, dass Sie einen Parameter ändern müssen, können Sie hier doppelt draufklicken, werden aber einen Fehler kriegen, weil dieser Parameter jetzt schon in unseren Regeln verwendet worden ist und Sie ihn deshalb nicht ändern können. Gut, was muss man machen? Sie gehen zurück zu den Regeln. Ja, die hatten wir hier. Wir hatten diesen Parameter als für den Short Entry verwendet. Genau hier. Ja. Nehmen diesen Parameter einmal raus. Das geht leider nicht anders. Ja. Eine Sekunde. Nehmen wir hier mal einen numerischen Wert.
Eine Sekunde. So, Preis, numerischer Wert von 0. Ist egal, wir kommen nachher gleich wieder darauf zurück. Klicken OK. Ja, gehen jetzt zurück zu den Parametern. Ja, und jetzt können Sie diesen Parameter ändern. Ja, Doppelklick. Und klar, Minimalwert ist nicht 1. Minimal, vielleicht kann dieser Wert vielleicht minus 9999 sein. Ja. Klicken OK. Gut. Jetzt ist diese Bedingung erfüllt. Ja, minus 20 ist größer als der Minimalwert. Alles gut. Jetzt können wir wieder zurückgehen zu unseren Regeln. Ja, und diesen Parameter wieder neu einsetzen. Ja, das ist ein kleiner Trick, den Sie vielleicht auch gebrauchen können. Gut, nehmen wir hier unseren Wert von, ja, der Nutzer eingegeben hat, die Short Entry Buffer Ticks. Klicken OK. Okay. Und kompilieren das Ganze jetzt noch einmal durch. Ja. Wie kommen, jetzt müssen wir wieder ein paar Sekunden warten. Aber sobald diese Kompilierung fertig ist, ja, können wir diesen Indikator, die Strategie dann hoffentlich auf die Chart auch anwenden. So, okay. Ja, kompiliert immer noch. Es wird bei Ihnen wahrscheinlich schneller gehen. Ich habe auf meinem System wirklich viele Strategien laufen, die das Ganze etwas verlangsamen. Gut, fertig. Perfekt. Gehen wir zurück zur Strategie, zu unserem Chartfenster. Ja. Eine Sekunde. Ich lade erstmal diese Strategie neu mit F5. Ja, jetzt zu unseren Strategien. Komm. Und wir enablen diese Strategie jetzt wiederum. Und hoffentlich kriegen wir jetzt diese Fehlermeldung nicht mehr. Wir gucken einmal. Ja, das sieht besser aus. Jetzt ist diese Strategie auf diese Chart angewendet. Gucken wir mal, ob wir ein paar Trades hier drin haben. Ja, zum Beispiel hier hatten wir einen Trade gehabt. Ja, einen Kauf. Ja, ein Stück über dem Hoch der Kerze. Ja, und mit einem relativ geringen Profitziel. Das hätte geklappt. Ja, gucken wir ein bisschen weiter. Hier nochmal so einen Kauf. Ja, richtig schönes Retracement in meinem Uptrend. Ja, gekauft und mit einem Profitziel abgeschlossen. Hier. Sie sehen auch die Signale hier, ja. Unser Einstieg wäre über dieser Kerze gewesen, wurde nicht getriggert in der nächsten Kerze, die Order daraufhin gelöscht und es war auch gut so, ja. Dieser Einstieg, den hätten wir nicht gewollt, wir hätten dann natürlich keinen Gewinn erzielt, weil der Preis hier nach wieder runtergegangen wäre. Ja, gucken wir noch ein bisschen weiter, ja. Hier noch ein Short Sell, ja. Short unter dem Kerze, unter der Signalkerze mit einem Gewinnziel. Hier auch nochmal Short mit einem Gewinnziel. Ja, sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Ja. Gut, gucken wir uns das Ganze einmal in der Handelssystemanalyse ein. Dazu einmal hier im Rechtsklick Strategy Performance. Und gucken wir mal, wie diese Strategie performt hätte. Ja, so, ziehe ich das einmal rüber. Ja, in dem letzten Jahr, wir haben ja die Chart nur für ein Jahr mit Daten beladen, hätten wir einen Gewinn hier auf dem Nasdaq Futures von $2.900 erzielt. Was aber viel wichtiger ist, mit einem Profitfaktor, ja, das ist eigentlich ein viel wichtiges Kriterium ist, mit 2,38, was wirklich ein sehr guter Profitfaktor ist. Ja, also schauen Sie nie auf den Nettogewinn. Ja, das sagt eigentlich nicht viel aus, weil der ist komplett abhängig von der Positionsgröße. Ja, von der Tradegröße. Ja, wenn wir jetzt eine Tradegröße von mehr als einem Contract gehabt hätten, wäre dieser Gewinn ja 29.000 zum Beispiel. Ja, komplett anders, aber der Profitfaktor, der bleibt gleich. Ja, der ist unabhängig von der Tradegröße. Ja, gut, sieht vielversprechend aus. Ich gucke jetzt vielleicht nochmal durch ein paar weitere Trades hier hindurch. Ja, hier hätten wir einen Verlierer gehabt. Ja, kommt ja auch vor. In dem Fall ist es auch noch wichtig zu benennen, dass unser Stop-Loss ja sehr viel kleiner ist als unser Profitziel. Ja? Vielleicht nochmal ganz kurz in die Performance hinein. Ja, so. Wir können mal unser Prozent profitabel ist nur 37%. Das heißt, nur 37% unserer Trades haben das Take-Profit, das Gewinnziel erreicht. Die anderen waren Verlierer. Aber da unser Profitziel so viel größer war als unser Verlust ist diese Strategie durchaus noch sehr profitabel. Ja? Und mit jedem Gewinner machen wir praktisch 4 Verlierer wieder gut. Also vielleicht ein bisschen weniger, weil auch die Gebühren dazukommen, aber so ähnlich kann man das betrachten. Ja? Gut, und dazu muss man auch sagen, dass wir diese Strategie noch überhaupt nicht optimiert haben. Ja? Das
Das überlasse ich Ihnen. Ich zeige Ihnen vielleicht ganz kurz, wie man das machen kann. Und dann können Sie das eventuell zu Hause nachvollziehen. So, dazu nochmal ganz kurz ins Kontrollzentrum. Ja, klicken hier auf New, gehen zu dem Punkt Strategy Analyzer oder auf Deutsch Handelssystemanalyse, falls Sie Ihren Ninja Trader auf Deutsch laufen haben. Ja, so, das öffnet jetzt nochmal ein neues Fenster. Das ziehe ich einmal ganz kurz hier rüber. So, okay. Und dann gehen Sie hier in diesem Punkt zu Optimization. Ja, was heißt Optimization? Ja, mit der Optimisierungsfunktion kann man verschiedene Parameterkombinationen durchspielen, um zu gucken, ja, welche Kombination, ja, gibt mir den größten Gewinn oder den besten Profitfaktor. Ja, also wählen Sie hier die Strategie aus, unsere Cap Trader Stacked ME Strategie. Und hier können Sie jetzt mit den Parametern experimentieren. Ja, zum Beispiel könnten wir jetzt mal gucken, ja, vielleicht wollen wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht ein Retracement von 1 bis, ob welches Retracement-Level besser gewesen wäre. Ja, jetzt kann man hier mit diesen Daten die Werte von 1 bis 5 einmal durchspielen. Und vielleicht gucken wir uns auch einmal an, okay, welche Kombination von Gewinnziel und Stop-Loss wäre am besten? Dann können wir vielleicht mal testen vielleicht von 20 bis 60 Pips mit einem Abstand von 10 Pips jeweils. Da können wir jetzt diese Parameter durchspielen. Das gleiche vielleicht auch einmal für unser Stop-Loss. Vielleicht auch mal von, sagen wir vielleicht von 10 bis 60 Pips mit einem Abstand von 10 Pips, das mal durchzuprobieren. Wir wählen unser Symbol aus. Wir bleiben jetzt in diesem Fall einmal mal bei einem Q. Ja. Unsere Nasdaq Futures. Wir wählen hier unseren 15-Minuten-Timeframe aus. Startdate. Nehmen wir das gleiche, was wir schon das letzte am Anfang hatten, vielleicht von Anfang 2019 bis heute. Okay. Und ja, gehen hier auf Ausführen, auf Run. Jetzt führt diese Optimisierungsfunktion alle möglichen Kombinationen der Parameter aus und guckt, welche Kombination hätte mir am Ende den größten Gewinn oder den besten Profitfaktor erzielt. So, ja, das dauert immer etwas. Kommt auch an, wie viel Daten Sie durchspielen, wie lang Ihre Testzeitraum ist und wie viele Kombinationen Sie wirklich testen müssen. In diesem Fall haben wir 150 verschiedene Kombinationen zum Testen. So, das ist jetzt gleich fertig. Okay. So, am Ende kriegen Sie dann eine Analyse dieser Optimierung. Gut. So, ja, jetzt werden diese Resultate hier aufgeführt. Ja, so mit einem, ja, wo jetzt der Gewinn aufgeführt ist, aber auch der Profitfaktor. Wenn man hier sehen kann, ja, zum Beispiel in diesem ersten Fall hier, wenn wir hier auf unsere Parameter gehen, unsere Settings, würden wir sehen, dass zumindest vom Profitfaktor her hätten wir einen Profitfaktor von 2,56 gehabt mit den Parametern, oh, bei einem Retracement-Level von 5. Wow, ja, dass der Preis unter dem fünftschnellsten MA runter oder rüber gehen muss, ja, mit einem Take-Profit von 40, das hatten wir schon gut erkannt, und einem Stop-Loss von 10 Punkten. Wow, das ist ja, interessant. Ja, also ein Retracement-Level, das noch viel größer ist als unser ursprüngliches Retracement-Level von 3 MAs. Okay, gut. Naja, jedenfalls haben Sie jetzt die Möglichkeit, mit der Optimierungsfunktion, ja, die Parameter selbst zu optimieren, um vielleicht für sich selbst entscheiden zu können, ja, welche Kombination ist für mich die beste. Gut. Gibt es Fragen? Ich gucke mal ganz kurz in die Menüfunktion. Ja, die scheint es nicht zu geben. Im Chat steht auch nichts drin. Gut. Dann mache ich jetzt einmal ganz kurz weiter mit meinen Folien. So, zurück zu den Folien. Ja, die Strategie haben wir ausprogrammiert. Ich hatte im Vorfeld eine leicht andere Version dieser Strategie auch einmal im Backtest getestet. Die hat sich von der jetzigen Version etwas unterschieden, da wir sofort bei jedem Signal, bei jedem Retracement-Signal sofort eingestiegen sind, also sofort am Markt eingestiegen sind. Hat auch ganz gut funktioniert. Heute Morgen hatte ich dann aber die Idee gehabt, ja, vielleicht sind ja, Stop-Buy und Stop-Sell oder das ist vielleicht sogar noch besser. Und das hat sich bestätigt. Ja, das war jetzt ja ein Backtest dieser Strategie auf der 60-Minuten-Chart, also die Strategie, die am Markt einsteigt. Ja, können Sie vielleicht auch mal ausprobieren. Sie haben ja jetzt gelernt, wie Sie das mit dem Ninja Trader Strategy Builder selbst machen können. Ja, und ja, also für die Strategie, die am Markt einsteigt,
wurde folgender Gewinn erzielt. Also wie immer ist der Profitfaktor das wichtigste Kriterium. Hier 1,86 für die Nasdaq Futures, also auch ein sehr, sehr guter Wert. Was auch interessant ist und wichtig ist, dass diese Strategie nicht nur in eine Richtung handelt. Ja, ist natürlich jetzt gerade einfach. Jetzt haben wir einen sehr bullischen Markt. Klar wäre eine Strategie, die nur long handelt, immer profitabel, höchst profitabel. Ja. Aber diese Strategie handelt in beide Richtungen. Ja. Man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass der Markt immer nur bullisch bleiben wird. Ja. Diesmal hier hätten wir sogar mehr Short Trades gehabt für die Nasdaq Futures als Long Trades. Ja. Und trotzdem einen sehr guten Profitfaktor erzielt. Okay, jetzt zu guter zum Schluss noch mal ein paar Worte zur Portfolioanalyse. Wie Sie gesehen haben, kann diese Strategie auf jedes beliebige Symbol angewendet werden. Ja, im NinjaTrader lässt sich das auch sehr gut machen. Man kann diese Symbole durchtesten. Was sich im NinjaTrader aber nicht machen lässt, ist man kann keinen kombinierten Effekt des Portfolios verstehen. Was heißt das? Ja, wenn ich praktisch meine Strategie auf den Nasdaq Futures laufen lasse, auf Apple laufen lasse, auf Tesla und vielleicht noch auf 5 weiteren Symbolen, ja, wird mir der NinjaTrader immer nur die einzelnen Ergebnisse anzeigen, ja, aber kein kombiniertes Ergebnis. Was aber durchaus sehr wichtig ist, ja, weil ich möchte verstehen, ja, wie hätte sich diese Strategie auf mein Gesamtportfolio ausgewirkt, ja, indem jetzt praktisch diese Strategie auf mehrere Symbole gleichzeitig angewendet wird. Ja, dazu gibt es das Tool Trustfolio, ja, das genau so eine Portfolio-Analyse für Sie durchführt. Und eine ganze Reihe von zusätzlichen Features, zum Beispiel der Export nach PDF, der Export zu Excel für weitere Analysen, die Berechnung der Aufzinsung, was auch ganz interessant ist. Zum Beispiel, was wäre, wenn ich die Position Size nicht immer auf, sagen wir mal, 100 Aktien belasse, dass sie statisch ist, sondern dass die Position Size je nach Kontostand variiert. Ja, hat sich zum Beispiel mein Konto innerhalb des Jahres verdoppelt, mein Aktienkonto. Ja, vielleicht möchte ich jetzt auch doppelt so viele Aktien handeln, ja, weil ich habe jetzt mehr Geld zur Verfügung. Ja, und genau dieser Effekt kann auch durch dieses Tool berechnet werden. Und das lässt sich sehr schön nutzen. Es gibt einen Drag and Drop und man kann diese Ninja-Export-Dateien sehr einfach in dieses Tool importieren und kriege daraufhin eine sehr schöne Auswertung. Bei Interesse gibt es dieses Symbol, dieses Tool im Angebot. Ja, Offercode 2020 wird Ihnen einen Rabatt von 20% als CapTrader-Kunde geben. Gültig bis 21. November, das ist ein Typo. Ja, ist natürlich im Moment noch bis zum 31. Januar gültig. Ja, bei Interesse gehen Sie zu blackcherryinvest.com und gucken sich unsere Produkte an. Gut, und das beinhaltet auch die Breakout-Strategie, die ich auf der World of Trading in Frankfurt vorgestellt hatte. Ja, auch eine sehr interessante Strategie. Gucken Sie sich die an auf unserer Webseite. Falls Sie Interesse an der Vollversion dieser Stacked MA-Strategie haben, die voll ausprogrammiert ist, die noch ein paar weitere Features beinhaltet, kommen Sie gerne auf mich zu. Ja, ich stelle Ihnen dann diese Vollversion kostenlos zur Verfügung. Ja, probieren Sie die einfach aus. Die Vollversion beinhaltet dann auch den Indikator, den ich Ihnen vorgestellt habe, diesen Stacked MA Retracement Indikator. Ja, gut. Die Kontaktinfos gibt es auf unserer Homepage blackcherryinvest.com. Da gibt es ein Kontaktfenster. Schreiben Sie mich einfach an. Ja, sagen Sie, dass Sie das CapTrader-Webinar besucht haben und an diesem Indikator interessiert sind oder an der Strategie interessiert sind. Und ich schicke Ihnen dann beide Sachen kostenlos zu. Zu guter Letzt noch, falls Sie Interesse an der Programmierung Ihrer eigenen Strategie haben, ja, sei es für NinjaTrader oder für eine andere Plattform, wie zum Beispiel ThinkOrSwim oder ModiveWave oder MetaTrader. Ja, schreiben Sie mich einfach an unter ds@blackcherryinvest.com. Ja, sagen Sie in Ihrem E-Mail, dass Sie ein Kunde von CapTrader sind und Sie erhalten dann auf all unsere Programmierprojekte einen Rabatt von 25%. Gut, das war's für heute. Das nächste Webinar gibt es in ein paar Wochen, in dem wir uns dann mit einer anderen Strategie beschäftigen werden. Was genau wir machen, weiß ich noch nicht. Bei Vorschlägen
Schreiben Sie mich gerne an. Ja, ich höre immer gerne auf Vorschläge unserer Kunden. Ja, falls Sie vielleicht eine Strategie haben, die Sie vielleicht gerne einmal im Webinar besprochen haben wollen, ja, schreiben Sie mich einfach an. Jeder Vorschlag ist willkommen und dann, ja, bei genügend Interesse werde ich dann diese Strategie für Sie im Webinar durchprogrammieren und auch durchtesten. Gut. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich gucke noch einmal in die Fragen hinein. Nein, immer noch keine Fragen. Alles gut. Okay, dann verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich schon auf das nächste Webinar. Ihnen noch einen schönen Feierabend. Ciao, ciao.